Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Ja, heute will ich noch mal das 9. Beispiel aus dem Mumonkan aufgreifen. Daitsu Chisho Buddha. Ein Mönch fragte Keyo Seijo. Daitsu Chisho Buddha übte für die Dauer von 10 Kalpas Sazen und erlangte nicht die Buddhaschaft. Er wurde kein Buddha. Wie kann das sein? Seijo antwortete: Deine Frage beantwortet sich selbst. Da fragte der Mönch: Er meditierte so lange. Wieso konnte er die Buddhaschaft nicht erlangen? Seijo antwortete: Weil er kein Buddha wurde. Mumon kommentiert: Ich lasse die Verwirklichung des Barbaren zu, aber nicht sein Verstehen. Wenn ein gewöhnlicher Mensch es verwirklicht, ist er weise. Wenn ein Weiser versteht, dann ist er ein gewöhnlicher Mensch. Und Mumons Gedicht: Befreie lieber deinen Geist als deinen Körper. Wenn der Geist frei ist, ist auch der Körper frei. Wenn beide, Geist und Körper, frei sind, ist weltliche Macht selbst für Götter und Geister belanglos. Ja, die meisten, die dieses Koan üben, die haben erstmal Schwierigkeiten mit dem Namen Daitsu Chisho. Kaum jemand kann sich das merken. Und weil wir keine Ahnung haben, was Daitsu Chisho eigentlich bedeutet. Dai bedeutet groß. Zu bedeutet Durchdringung. Chi ist Weisheit. Und Sho ist Unübertroffenheit. Also wörtlich der Buddha der großen Durchdringung und unübertroffenen Weisheit. Was durchdringt denn nun dieser Buddha? Wieso ist er der Buddha der großen Durchdringung? Ja, er ist in der Lage und fähig, zu allen Orten hin und alle Orte durch und durch zu durchdringen, ja? Also das ganze Universum zu durchdringen. Wir haben ja immer nur eine begrenzte Vorstellung von dem, was das Universum ist. Im Wesentlichen beschränkt sich unsere Wahrnehmung des Universums auf die sichtbaren und vielleicht auch noch die wissenschaftlich prüfbaren Angaben, die wir aus dem Kosmos bekommen können. Aber das ganze Universum zu durchdringen, ist für uns so ungefähr unmöglich. Und trotzdem ist dieser Buddha einer, der das ganze Universum zu durchdringen vermag.
In der Übersetzung des Lotus Sutra von Max Deeg, da wird der Buddha genannt, der Buddha siegreich mit großer durchdringender Weisheit. Und es gibt eine Geschichte im Lotus Sutra im 7. Kapitel, da wird der Daitsuchi Sho Buddha beschrieben als ein König eines Landes, der sich schließlich entschloss, Mönch zu werden und hatte da schon 16 Söhne. Also er muss schon ein bisschen fortgeschritten gewesen sein in seinem Alter, als er sich in die Gebirgsgegenden seines Landes zurückzog. Und nach tiefer Erleuchtung begann er in einer Höhle den Dharma zu predigen. Und als die Söhne die Predigten ihres Vaters hörten, verließen sie ihre Familien. Die Mutter oder Mütter waren entsetzt. Sie gingen weg von ihrem Zuhause und alle 16 Prinzen traten in das Kloster beziehungsweise die Übungsstätte des Vaters ein. Und nach der Legende legte diese Gruppe den Grundstein des Buddhismus unserer Tage. Jeder wurde schließlich ein Buddha. Nur beim Vater, da hat es ein bisschen gedauert. 10 Kalpas meditierte er, ohne ein Buddha zu werden. Der jüngste dieser 16 Prinzen ist dann Shakyamuni selbst, der also in irgendeiner Inkarnation der 16. Sohn von Daitsuchi Sho war. Der Mönch, der jetzt sich auf diese Geschichte bezieht, der ist halt erstaunt, wie man 10 Kalpas lang meditieren kann, ohne dass einem der Buddha-Dharma offenbar wird. Und dazu müssen wir zunächst mal wissen, was ein Kalpa eigentlich ist. Ein Kalpa ist ein Weltentstehungszeitalter. Ein Universum durchläuft in seinem Prozess des Entstehens und Vergehens 5 Kalpas. Das heißt 5 unendlich lange Zeiträume. Und zu diesen Kalpas gehören die Phasen der Entstehung aus dem Nichts, die Entwicklung, die Entfaltung der Vielfalt der Erscheinung, das Vergehen der Erscheinung im Kalpa-Feuer und die Rückkehr in den Kalpa der öden Leere, wo sich gar nichts mehr bewegt. Und das hat der Daitsuchi Sho 2-mal erlebt. 2-mal hat er das Entstehen und Vergehen des Universums erlebt. Und deshalb hat er tatsächlich alles durchdrungen. Die gesamte Mechanik, geistig und physisch des Universums, hat er anteilnehmend durchlebt. Der Mönch, der da nun dem Secho diese Frage stellt, ja, der ist einfach fassungslos, dass man so lange meditieren kann, ohne den Buddha-Dharma geoffenbart zu bekommen. Zum Trost könnte man diesem Mönch zurufen, im 11. Kalpa erlangte er Buddhaschaft. Ist auch für uns ein Trost, dass es irgendwann doch noch klappen könnte, ja?
Gut, also Hakuin, der tröstet uns ja auch und sagt, alle Wesen sind Buddha. Es ist wie bei Wasser und Eis. Wie es kein Eis gibt ohne Wasser, so gibt es nicht einen Menschen ohne Buddha-Natur. Und Rinzai hat sich auch mit Daitsu Shisho Buddha beschäftigt, im Rinzai Rokko. Und er geht da die Einzelheiten dieses Koans durch und fängt mit dem Namen an und sagt, Daitsu meint den, der überall die Nicht-Natur, die Nicht-Selbstwirklichkeit aller Dinge erreicht hat. Die Natur und die Selbstwirklichkeit zu erreichen ist leicht, aber die Nicht-Natur und die Nicht-Selbstwirklichkeit aller Dinge zu erreichen, das ist ein besonderer Weg, der besonderes Engagement erfolgt. Wir wissen das von Avalokiteshvara. Die hat ja den Weg zu dieser Nicht-Selbstwirklichkeit aller Dinge und aller Wesen angetreten durch Zuhören, indem sie den Hörprozess genauestens untersucht hat und immer weiter vertieft hat, ist sie zu dem Ergebnis gekommen, es gibt kein Selbst. Es gibt keine abgesonderte Selbstheit. Es gibt nur ein einziges Dazugehören. Und aus diesem einzigen Dazugehören der gegenseitigen Durchdringung, da hat sie ihr großes Erbarmen entwickelt für alle fühlenden Wesen. Für sie ist das klar, alle fühlenden Wesen. Und ich, Avalokiteshvara, stehen in unmittelbarer Verbundenheit. Es gibt überhaupt kein abgesonderte Avalokiteshvara. Es gibt überhaupt keine abgesonderten fühlenden Wesen. Wir sind alle in dem großen, grenzenlosen Raum vereint und durchdringen einander. Chisho, sagt Rinzai, ist der, der sich auf keine Lehre verlässt und unter gar keinen Umständen irgendwelche Zweifel hegt. Ein Ausbund an Selbstvertrauen. Das braucht man wahrscheinlich, wenn man 10 Kalpas meditiert, ununterbrochen. Die Welt geht auf, die Welt geht zu, man ist der Zeuge und bleibt weiter mit dem Sazen im Bunde. Also es ist schon ein starkes Bild, ja. Klar, der hat Selbstvertrauen. Und Buddha, sagt Rinzai, ist der, dessen Geist rein und klar ist und dessen Licht durch die Dharma-Welt dringt. Es ist nicht nur eine passive Betrachtung, ja, sondern es ist ein aktives, das ganze Universum mit dem eigenen Licht durchdringen. Und das ist ja auch eine Aufgabe von uns. Umon, der weist uns darauf hin, dass es darum geht, sein eigenes Licht zu entwickeln. Sein eigenes Licht, nicht dem Licht irgendwelcher dollen Leute hinterher zu hechten, nee. Das Licht des eigenen Herzens leuchten lassen. Das ist unsere Aufgabe. Und immer wieder fragen Menschen mich, ja, was mag wohl der Sinn meines Lebens sein? Ja, was mag der wohl sein? Ja? Ja, lass dein eigenes Licht leuchten. Strahl ins Universum zurück.
Du bist seit Jahrmillionen aufgetankt vom Licht des Universums. Jetzt ist es an dir, mit deinem Herzen zurückzuleuchten. Und da brauchen wir nichts zurückhalten. Ja? Wichtig ist, dass wir unserem eigenen Licht vertrauen. Und dass wir unserem eigenen Licht vertrauen, gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt durchleben, mit Krieg und Bedrohung und Ängsten, die unsere Nachbarn haben, dass es bald mit ihnen zu Ende sein könnte, vor allem mit ihrer Zentralheizung, weil die Gaspreise zu hoch sind, und mit ihrem heißgeliebten Auto. Stell man sich mal vor, 5 Euro ein Liter, das wäre doch eine Katastrophe, ja? Das ist ja kurz vorm Weltuntergang. Also, die Menschen brauchen unser Licht, sie brauchen Wesen, die Vertrauen haben in dieser Situation, dass wir am richtigen Platz sind, dass das hier und jetzt genau der richtige Moment ist, in dem wir handeln können. Und dass wir, wenn es schrecklich um uns zugeht, Zuflucht nehmen können zu unserem Atem. Wir atmen ein, wir atmen aus. Wir sind jetzt hier, wir sind zu Hause. Das können wir ununterbrochen in schwierigen Phasen meditieren. Und das hilft uns, unser Licht zu spüren und leuchten zu lassen. Und dieses Licht des Herzens, das ist eine Wirklichkeit. Ich habe das in meinem eigenen Leben erfahren. Ich habe es mal erzählt, wie ich das in Japan erlebt habe, in so einer 8-stündigen Meditation, die für mich damit endete, dass alles in mir sozusagen zum Schweigen kam, bis auf das Buddha-Licht in meinem Herzen. Das konnte ich ganz genau sehen. Das war so ein feines, bisschen rosaartiges, gleichzeitig helles Licht, was so aus meinem Herzen herausschien. Und meine Samadhi-Stimme sagte mir: Christoph, das verteil jetzt mal in deinem eigenen Körper. Und wenn du es untergebracht hast, dann verteile das hier in der Sangha, mit der du zusammen übst. Und dann schließlich geh darüber hinaus und schick es in die Welt. Und ich habe 2 Runden ununterbrochen mit diesem Buddha-Licht gesessen. Und es war eine große Freude zu spüren, dass es da ist und dass es nicht meins ist, sondern dass ich es ausdrücken darf. Und dass es Wirkung hat. Unser eigenes Buddha-Licht hat Auswirkungen. Und viele von uns machen sich ja immer noch Sorgen, wie das ist, wenn das Leben hier das Verbriefte mit Geburtsurkunde und Todesschein, wenn das mal zu Ende ist, ja. Diese Sorgen sind meiner Meinung nach unbegründet, weil wir in der Zwischenzeit zwischen der einen Bescheinigung und der anderen Bescheinigung genügend Gelegenheit haben, das Licht unseres Herzens leuchten zu lassen und das zu genießen, dass es durch uns durchströmt, das Licht des Buddha-Dharma, wie wir sagen. In anderen Traditionen sagt man das göttliche Licht oder was auch immer. Ja. Auf jeden Fall ist es dieses besondere Licht, was solche Kraft entfalten kann. Ja,
Also Buddha ist der, dessen Geist rein und klar ist und dessen Licht durch die Dharma-Welt dringt. Dann sagt Rinzai, Sazen auf dem Bodhisitz wären 10 Kalpas zu praktizieren. Das deutet auf ein Leben hin, das die 10 Paramitas verwirklicht. Die 10 Paramitas, die zehn Transformationen des Samsara zum Nirvana hin, ja, Paramita zum anderen Ufer gehen können. Die beiden Ufer des Lebens, das Samsarische und das Nirvanische miteinander zu verbinden, das ist die Aufgabe des Bodhisattva. Und da übt er 10 Stufen oder 10 Aspekte dieses Verbindens. Wir kennen für gewöhnlich 6 Paramitas. Im Mahayana-Buddhismus sprechen wir meistens von den 6 Paramitas. Und wenn wir mal Stok Qigong gemeinsam geübt haben, dann ist das die letzte Übung, sind dann die 6 Paramitas. Da stellt man sich so hin mit dem Stock, so als ob es so einen starken Stock um ein Boot oder ein Fährschiff zu bewegen ist. Ja? Den stellt man so vor sich und dann, während man diesen Stock so dreht, um das andere Ufer zu erreichen oder die beiden Ufer zu verbinden, da macht man sich klar, Dana Paramita, Großzügigkeit, Kshanti Paramita, Herzensgüte und Geduld, Virya Paramita, Tatkraft, Sila Paramita, Ethik, Prajna Paramita, Weisheit, Jhana Paramita, Meditation. Naja, und hier bezieht sich Rinzai aber auf die 10 Paramitas nach den Theravada-Anschauung. Und da sind neben den 6, die ich eben schon genannt habe, noch eine Karma-Paramita, freiwilliger Verzicht und Entsagung, Sakka-Paramita, Wahrhaftigkeit, Adhidhana-Paramita, Standhaftigkeit und Entschlossenheit und Metta- und Upekkha-Paramita, mitfühlende Güte und Gleichmut. Und der Gleichmut, der ist dann im 10. Kalpa dran, wenn man die 10 so nimmt. Ja, also im letzten Kalpa stoßen wir da auf den Gleichmut. Und der Gleichmut ist ja ein Aspekt der 4 Aspekte des Mitgefühls. Und er ist der Aspekt, ja, wir alle sind vertraut mit Metta, der Liebe auch für uns selbst, ja, Karuna, der großen Anteilnahme und barmherzigen Einfühlung in andere, modern Empathie. Früher mal Barmherzigkeit genannt, ist auch ein schönes Wort. Ja. Dann haben wir Mudita, die Mitfreude. Wenn es uns gelingt, über das große Leben, unsere Bedürfnisse und die Vielfalt der Erfüllungsmöglichkeiten uns gegenseitig zu unterstützen, dann ist das ein Grund zur Freude, zur Mitfreude. Das ist auch ein Aspekt des Mitgefühls, ja. Und dann gibt es aber auch noch diesen Aspekt, was machen wir mit dem Auf und Ab, den Grauen und Freuden des Lebens, den leidhaften Aspekt
Aspekten und den angenehmen Aspekten in ihrem ständigen Wechsel und in ihrer ständigen Vermischung. Und da haben wir den Mitgefühlsaspekt Upeksha oder Upekka, anteilnehmende Gelassenheit. Anteilnehmende Gelassenheit, das ist ein Zustand, den man natürlich erst verwirklichen kann, wenn man mit den drei anderen Aspekten des Mitgefühls sehr vertraut ist und einigermaßen versiert ist darin. Aber dann ist auch Upeksha möglich. Ja? Upa heißt über und Iksha ist sehen. Also eine Warte, aus der man sozusagen den ganzen Prozess des Lebens überblickt und dabei im Geist der Anteilnahme verharren kann. Man muss nicht eingreifen, man muss nicht gleich wieder irgendwelche Lösungen aus dem Hut zaubern. Nein, man schaut sich auf das ganze Getriebe an, man weiß um die gegenseitige Durchdringung aller Phänomene, der Aspekte des Leidens mit den Aspekten der Freude, mit der Vergänglichkeit aller Erscheinungen ist man vertraut und bleibt im mitfühlenden Kontakt damit. Man geht nicht in die Geht-mir-doch-am-Arsch-vorbei-Haltung. Nee, das ist kein anteilnehmender Gleichmut. Anteilnehmender Gleichmut ist, genau zu sehen, welche Nöte oder welche Freuden andere Wesen durchlaufen und erleben und trotzdem dabei in heiterer Gelassenheit zu verweilen. Und diesen Zustand hat Daitsu Chisho Buddha erlangt, das 10. Paramita nach Theravada-Auffassung. Und die 4. Mitgefühlsqualität, die wir aus den 4 Brahma-Vihara normalerweise ableiten, ja, eine Empfehlung des Buddha, wie man dem Göttlichen nahe kommen kann, ist, sich diesen 4 Aspekten des Mitgefühls hinzugeben und sie zu praktizieren. Und ein Brahmane hatte ihn gefragt, der wollte gerne Brahma im Brahma-Himmel so nah wie möglich sein und wollte wissen, wie er dahin kommt. Und da hat der Buddha gesagt, ja, da gibt es diese 4 wunderbaren Standorte. Wenn du die Wohnstätten dieser 4 Aspekte in dein Leben rufst und dich da aufhältst, dann wirst du Brahma so nah sein, wie es nur möglich ist. Und ich finde das so tröstlich, dass dieser Buddha Daitsu Chisho da einfach sitzt, egal ob der nun ein Buddha ist oder nicht, ja, er sitzt. Und wir können uns von ihm trösten lassen, wenn wir diese Nöte der Welt gerade durchleben und uns solche Fragen stellen wie, warum musste ich nun gerade einen Herzinfarkt kriegen und das noch 7 Tage vor Weihnachten? Also dann ist es hilfreich, sich mit Daitsu Chisho Buddha zu verbinden, in Meditation zu gehen und sich mit dieser alles durchdringenden Erkenntniskraft aufzuladen. Dann werden wir
ungewöhnliche und überraschende Antworten bekommen. Einfach, indem wir sitzen. Und ich bin froh, dass ich nach meinem Herzinfarkt auch wieder die Gelegenheit hatte zu sitzen. Ich habe ja jeden Tag gesessen und war jetzt nicht immer nur Daizu Chisho, der da sich bei mir gemeldet hat, aber er war doch in der Nähe. Und ich erinnere mich genau, dass ich am 10. Januar nach einem Traum plötzlich die Überzeugung hatte, jetzt bin ich durch, jetzt geht's zurück ins lebendige Leben und ich kann wieder Kraft bekommen und hoffe, euch alle wieder zu sehen, sozusagen. Diese Hoffnung konnte ich danach haben, wieder in eine gewisse Normalität zurückzukehren. Ja, und wir alle haben solche Fragen, mit denen wir uns rumschlagen, auf die wir selber gar keine Antwort finden. Und wenn wir keine Antwort finden, dann ist es eben hilfreich, uns mit dieser alldurchdringenden Weisheit zu verbinden und mit dem unglaublichen Vertrauen, das Daizu Chisho Buddha verkörpert. Der vertraut, da vergeht ein Weltzeitalter nach dem anderen. Und er vertraut, dass er weitere Fortschritte macht. Und dieses Vertrauen, das wünsche ich uns in diesen schwierigen Zeiten, die wir jetzt durchleben, wo wir uns fragen, sind die da alle abgedreht, die da politische Entscheidungen zu treffen haben auf der Welt? Haben die nicht mehr alle auf dem Christbaum oder was ist da los? Ja? Wir haben hier Klimakatastrophe und die verballern die Energie in superschnelle Raketen und gegenseitige Zerstörung und ja. Das sind die Fragen, mit denen wir ratlos herumlaufen. Aber wir haben den Daizu Chisho Buddha. Den können wir üben, in unser Leben zu rufen. Wir können uns seine große anteilnehmende Gelassenheit aneignen. Und wir werden auch sehen, dass wir davon inspiriert werden, das zu tun, was angesagt ist und auch das zu tun, was dem Frieden letzten Endes dient. Ich meine, der ganze Buddhismus, der hat eine große Zielrichtung. Frieden im Innern und Frieden im Äußeren. Und was wir auf jeden Fall tun können, ist, an unserem inneren Frieden konsequent und ausdauernd zu arbeiten. Denn wenn wir daran arbeiten und wenn wir den verwirklichen, dann strahlen wir auch äußerlich Frieden aus. Ich habe ja immer wieder mal das Beispiel erzählt vom Kloster mit dem koreanischen Mönch, den alle anderen Mönche nur grausam und schrecklich fanden und einen autoritären Scheißer und jemand, dem man nur aus dem Wege gehen sollte. Und ich war ja in dem Jahr, als der mir das erste Mal begegnet ist, mit der Affirmation unterwegs. Ich bin ein Segen für alle Wesen, denen ich begegne. Und alle Wesen, denen ich begegne, sind ein Segen für mich. Und das konnte ich da auf die Probe stellen, ja. Meine Mitmönche aus Deutschland, die empfingen mich da gleich mit dem Schreckensruf, wenn Samu ist, meide den Kontakt zu Schießern.
Es ist grausam, mit ihm zusammenzuarbeiten. Jeden Handgriff schreibt er dir vor. Du hast keine Selbstverantwortung da. Und er kujoniert dich, wenn du den Besen so rumdrehst. Dann sagt er, du sollst das andersrum machen und du sollst den einen Lappen in den Eimer tun und den anderen Lappen in den. Du wirst die ganze Zeit nur mit Anweisungen bombardiert werden. Also hüte dich vor dem Kontakt. Ja, und dann gingen sie alle in ihre Samu-Areale, ne? Und es blieb nur ein Platz übrig, nämlich an der Seite von Shisan. Alle anderen Posten waren dann schon besetzt. Und mir blieb gar nichts anderes übrig, als mit ihm zusammen zu sein. Und ich habe mich erinnert an meine Affirmation. Ich bin ein Segen für ihn, er ist ein Segen für mich. Wie können wir das hinbekommen? Also, es war genau, wie die anderen gesagt hatten. Er hat mir genau vorgeschrieben, wir haben die Sendung geputzt. Ja. Also, das ist ja an sich ein überschaubarer Einsatzbereich, wo man nun nicht zu viele Vorkenntnisse braucht. Auf jeden Fall war es so, wie die anderen beschrieben haben. Und ich habe mich dem einfach hingegeben, diesen ganzen Anweisungen. Und am Ende des Samus bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, Shisan, ich möchte mich bei dir bedanken. Du warst so fürsorglich, du hast dich so genau darum gekümmert, dass ich weiß, wie ich hier diese Sendung sauber machen kann. Und du hast mir so fürsorglich jeden Handgriff erklärt und so. Darf ich dich meinen koreanischen Vater nennen? Und da hat er geweint. Und er tat mir irgendwie so leid, weil er als Koreaner sowieso so eine Art Ostfriese da in Japan war, ne, mit dem man besser nichts zu tun hat. Und weil er auch, er hatte wahrscheinlich fehlte ihm dieses Schlafhormon oder was weiß ich jedenfalls, oder Wachhormon, ja. Jedenfalls schlief er immer ein während des Sitzens. Ich meine, das tun ja andere Leute auch. Aber bei ihm war es halt sehr auffällig. Und er nahm den Kisako, ja, ließ sich schlagen, dann war er so 10 Sekunden wach und dann schlief er wieder. Und der Jiki, der hat sich da total drüber aufgeregt und hat ihn schließlich so auf den Betonfußboden gesetzt. Es war immerhin Winter, ja, also Außentemperatur 2 Grad. Und ja, dann saß er da und sollte wach bleiben. Ist er auch eingeschlafen auf dem Beton. Und er musste sich so viel Tadel anhören, weil er immer wieder einschlief. Und keiner hat sich darum gekümmert, ob das vielleicht irgendeine Störung des Hormonhaushalts oder irgendwas sein könnte. Ja. Naja, er ist da wacker durchgegangen. Und er war auch derjenige, der am Neujahrstage uns versuchte, das Geschenk einer kleinen Prophezeiung zu machen. Er hatte nämlich ein sehr dickes Buch und in diesem sehr dicken Buch standen Weissagungsmethoden der verschiedensten Schulen, vom I Ching über arabisches Horoskop, chinesisches Horoskop, koreanische Weisheitsdeutung und so weiter. Und das Einzige, was er von uns wissen musste, war unseren Geburtstag und unser Geburtsdatum. Dann konnte er uns am Neujahrstag die günstigen Tage im Jahr voraussagen, aufgrund seines Buches da. Und jeder war so interessiert, diese günstigen Tage zu erfahren. Und zum Schluss
kam die Reihe an den Jiki. Und hat er ihn gefragt, soll ich dir auch die Tage sagen, die guten Tage? Da sprang der Jiki auf, nahm dieses dicke Buch, haute es ihm auf den Kopf und sagte, Idiot, für uns Zen-Leute ist jeder Tag ein guter Tag. Und damit war dann die Runde erstmal zu Ende. Ja? Und dieses krasse, gegensätzliche, ja, Jiki vertritt den Zen-Standpunkt. Er wollte mitfühlend uns unterstützen in der Erwartung des neuen Jahres und der schönen Zeiten, die wir da möglicherweise zu gewärtigen hatten. Dazu wollte er beitragen. Das war Shisan, also ein guter Freund von mir, der auch viel gelitten hat da im Kloster. Und letzten Endes geht es eben darum, dass wir unser Herz öffnen und dass wir uns nicht von Feindbildern infizieren lassen und indoktrinieren lassen. Wenn ihr jetzt das Radio anmacht und so, dann gibt es Tausende von Wissenschaftlern, die euch Putin erklären, was das für ein Mensch ist, was für ein abartiges Wesen oder was seine Abartigkeit mutmaßlich gefördert hat und so weiter. Auf der anderen Seite wird eigentlich wenig geguckt, was da an Abartigen zu festzustellen ist, ja. Weil wir das ja nicht brauchen. Wir brauchen ja Feindbildinformationen. Feindbildinformationen, damit wir orientiert sind über das, was wir in Zukunft zu gewärtigen haben. Ich sage euch eins. Wir haben nur eins zu gewärtigen. Mitgefühl. Und wenn wir das nicht aufbringen, dann sieht es um unsere Zukunft nicht so besonders rosig aus. Aber wir haben die Möglichkeit, auch wir haben die Möglichkeit zu sagen, wem ich begegne, der ist ein Segen für mich und ich bin ein Segen für ihn. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.